Herzlich willkommen zu diesem Video, Freunde. Und zwar, ihr seht schon, was wir heute machen werden. Und zwar werden wir einfach insgesamt, glaube ich, 10 Tricks oder ich weiß nicht, wie viel es insgesamt am Ende sein werden, aber wir werden 10 Tricks versuchen, im Air zu machen, beziehungsweise in einer Mini-Ramp, die halt einfach sind, die jeder nachmachen kann und die halt auch echt nice aussehen. Bevor wir jetzt damit anfangen und wir direkt in die Mini-Ramp gehen, hinter uns, Leute, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und schreibt gerne hin, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. Ihr kommt auf meinen Kopf. Das ganze Video, würde ich sagen, feiert ihr absolut die GoPro-Clips. Deswegen sehen wir uns auf jeden Fall gleich in der Mini-Ramp und ja, wir sehen uns dann. Also haut rein. So Leute, ich bin jetzt hier auf meinem Roller, wie ihr vielleicht sehen könnt, und wir sind jetzt drin in der Halle und ihr seht schon, wir haben hier ja die ganze Mini-Ramp, auf jeden Fall sehr wild. Janni ist übrigens auch am Start. Ey, was geht? Jo, was geht, Freunde? Na? Hey, Digga, du weißt, was wir drehen, oder? Ja, genau. 10 einfache Scooter-Tricks in der Mini-Ramp. Ganz genau, Digga. Ja, das natürlich, werden wir heute machen. Dir natürlich zugehört, ganz logisch. Ah ja, der Schlingel, der Aufpasser. Nein, wir werden nämlich jetzt hier diese ganze Mini-Ramp hier auseinandernehmen, also hauptsächlich eigentlich wirklich nur diese 1H-Resi, also da werden wir auf jeden Fall mal irgendwie was hinbekommen, ein paar Tricks machen. Und zwar, wir fangen direkt mit dem ersten Trick an. Ey, yo, Digga, ich hab ne Idee. Ja? Fang doch einfach mal mit einem ganz gechillten X-Up an. Ein chilliger X-Up? Ja, ganz gechillter. Okay, gut, können wir gerne machen. Ich versuche den mal einfach hier, wie gesagt, an der Resi. Ihr könnt auch gerne auch beide Perspektiven euch angucken. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr nice. X-Up ist auf jeden Fall ein guter Call, Janni. Deswegen 180 X-Up an der Resi. Ich glaube, es geht klar. Auf jeden Fall. Ich bin bereit, Digga. Bist du bereit? Ja, ich bin auch bereit. Okay, gut. Deswegen einfach mal einen schönen saftigen X-Up. Yo. Ey, der hatte schon Flow, oder? Sah gut aus? Der sah sehr schön aus. Boah, sehr nice, Digga. 10 von 10 auf jeden Fall. 10 von 10, Digga. Das war auf jeden Fall ein Flow-Trick. Wir haben schon einen Trick von 10. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich 10 machen. Das habe ich ja vorhin schon erklärt, aber wir gucken trotzdem mal. So, nächster Trick, den ich mir aufgeschrieben habe, ist ein T-Bock. Und Leute, T-Bock ist ja eigentlich vom Ding her so ein Deckwrap, nur dass man halt den Lenker schräg macht. Und dann halt, vielleicht kann man es auf der Kamera besser sehen, aber halt ein T-Bock, wenn man ihn hier macht, mit beiden Füßen drauf. Ich glaube, das ist einfach erklärt, oder? Ja, ich denke schon. Also ich meine, ihr werdet ja gleich sehen, was ein T-Bock ist. Aus beiden Perspektiven. Deswegen, ich glaube, ihr könnt das sehr gut nachvollziehen. Ich würde sagen, Kieran, Digga, ich bin am Start. Deswegen, ich kann aber die nicht. Also beruhigt euch, wenn der wirklich nicht schön ist. GoPro-Perspektive sieht wahrscheinlich nice aus, aber im Endeffekt sieht das echt nicht gut aus. Aber komm, wir heulen mal nicht rum. T-Bock im und echt mal gucken, ob das was wird. Okay, das war nicht... Oh! Okay, das war nicht hoch. Ich hab dich fast überfahren. Oh mein Gott. Ey, aber man hat tatsächlich aus meiner Perspektive den T-Bock richtig gut gesehen. Zwar bist du mir fast reingefahren, aber man hat es richtig gut gesehen, wirklich. Jetzt mal ehrlich, so lange, es war ja wirklich sehr knapp, aber er war nicht schön. Ich bin ehrlich, ich kann den nicht gut. Aber trotzdem, das war der zweite Trick. T-Bock im 180 bockt auch. Ist ein einfacher Trick, wirklich schnell zu lernen. Und deswegen sind das halt genau die Tricks, die ich euch zeigen möchte, damit ihr im Skatepark in der Halfpipe nice flowen könnt. So. Ey, aber yo, ich hab noch eine richtig nice Idee. Okay, mach mal bitte einen von deinen geliebten, wunderschönen Turndowns. Oh! Jeder müsste das eigentlich, jeder Zuschauer müsste das jetzt eigentlich kennen. Deine Turndowns sehen wunderschön aus. Digga, und ich möchte so einen wunderschönen Turndown sehen. Chill, Digga, du musst dich mal beruhigen, Digga. Richtig komplett in den Arsch kriechen, Digga. Nein, aber die sehen wirklich gut aus. Tatsächlich bist du wirklich der Einzige, der diesen Trick noch so gut beherrscht. Echt, das findest du? Wirklich so. Hey, Digga, ich finde das Turn-On ist jetzt kein schwerer Trick. Ich finde ihn wunderschön. Ja, okay, ich mach die nie, Digga. Okay, das stimmt. Aber ich mach auch zum Beispiel keine Whip Rewinds und du machst die halt so bald. Also, ja, wir können darüber uns jetzt streiten. Ich versuche trotzdem mal einen Turn-On, denn das ist eine richtig gute Idee, Dinge zu machen. Turn-On im 180 einfach ganz normal ballern. Und ich versuche den jetzt mal richtig hoch zu kacheln, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen machen wir ihn einfach mal und mal gucken, wie er aussieht. Das war flat. Also, so viel zu gutem Turndown. Ja, das war... ich nehme alles wieder zurück. Das war doch gar kein Turndown. Oh mein Gott, machen wir den mal wirklich. Also jetzt mal Butter bei den Fischen. Digga. Das ist peinlich. Oh nee, du warst nochmal. Der war nicht schön, ich krieg ihn noch besser hin. Oh, aber man hat schon das Klacken gehört, also war es Anschlag. Richtig, weil ich komme immer irgendwie hier mit den Knien gegen den Lenker, also ich weiß auch nicht warum, aber ja, es funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Also es funktioniert auf jeden Fall ganz gut, deswegen passt es ja. Der war schon ein bisschen besser, oder? Ja, auf jeden Fall. Also der sah echt sehr schön aus. Alter Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das eigentlich ist. Aber wir haben jetzt drei Tricks, ne? Ja. Drei Tricks haben wir. Okay, gut. Haben wir. Nächster Trick, ich gehe jetzt mal nach oben. Wir sind jetzt einfach oben. Okay, wir sind jetzt oben und zwar habe ich mir überlegt, Janni, was hältst du eigentlich von so Bar-Rewinds oder Oppo-Bar-Spins oder so? Also Bar-Rewind und ich weiß nicht, Oppo-Bar-Spin generell liegt mir halt nicht so. Deswegen, also ich feiere es nicht. Okay. Ich finde aber, dass es tatsächlich sehr gut aussieht. Ja, Ist aber halt nur nicht meins. Okay, ja, nee, kann ich verstehen, weil Bar-Rewinds ist halt auch so eine Sache.
ob man es mag oder nicht. Aber ich zeige euch erstmal ganz kurz einen Barspin, Oppo Barspin, dann einen normalen Barspin und dann mache ich einfach einen Bar Rewind. Zählt als ein Trick, das heißt, dann haben wir Trick Nummer 4. Das ist jetzt der normale Barspin, sage ich mal. Zack, den haben wir drin, auf jeden Fall. Der sieht ja ganz normal aus, den kennt man ja so. Und hier haben wir dann den Oppo Barspin. Der sieht auch ganz cool aus. So, auch ganz nice das Ding. Und jetzt kombinieren wir das mal. Fangen wir mit dem Oppo Barspin an, damit wir den normalen landen können, damit es halt angenehmer ist und halt nicht so sketchy ist. Ganz chillig, Digga. Ja, genau, so sieht es dann im Endeffekt aus. Ja, geht klar, aber Digga, jetzt mal ehrlich. Wie viel Euro müsste ich dir jetzt geben, dass du ihn machst? Das Ding ist halt ehrlich, dass bei dir es halt so ist, dass du halt absolut Bar Rewinds hast, also ja, Oppo Barspin. Ich hasse sie. Der Oppo Barspin ist einfach, ich hasse ihn. Deswegen, also, wenn ich den jetzt machen muss, dann will ich einen Huni sehen. Digga, echt, ist das jetzt ehrlich so viel? Ja, wirklich, ich habe gar keinen Bock auf diesen Trick. Ich mag den nicht. Wirklich, ich würde jetzt viel lieber einen Flair Barspin oder so machen. Oh mein Gott, okay. Ist wirklich so, finde ich leichter als ein Bar Rewind. Ich hätte jetzt gar keinen Bock auf einen Flair Bar, aber Trick Nummer 4 haben wir jetzt, ne? Genau, ja. Trick Nummer 4 haben wir. Das heißt, jetzt kommt nochmal ein nächster Trick. Und zwar ist es ein Downhill. Ich denke mal, die meisten wissen, was es ist. Aber es ist trotzdem ein chilliger Trick. Damit ihr Bescheid wisst, Downhill ist eigentlich ganz einfach. Man macht halt einfach einen Oppo Tail Whip in die normale Richtung. So sieht ein normaler Tail Whip 180 aus. Und so sieht halt dann ein Downhill 180 aus. Und das ist einfach vom Ding her das Prinzip, den Downhill zu machen. Und den kann man halt richtig, richtig schön saftig hochballern. Also, bei dem Downhill, da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Willst du jetzt sagen, dass du ihn jetzt auch machen möchtest? Ja. Also ich würde ihn jetzt auch machen. Okay, ja, warte, lass mich ihn erstmal machen. Dann ja, du machst ihn zuerst und dann mache ich ihn, ja? Okay, dann hast er dann auf jeden Fall auch gleich meinen Helm. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch mal checken, wie es von ihm aussieht. Aber ich hasse Downhills. Ich verspreche dir, ich hasse Downhills über alles. Muss man natürlich auch machen. Trick Nummer 5, Downhill. Wir schauen mal, ob das klappt. Ich hoffe, ich überfahre dich jetzt nicht, Digga. Ja, kann man auch chillig machen, Digga. Sehr schön. Aber Hauptsache, du hast Downhills. Ich liebe sie. Ja, wirklich, perfekt. Ich feiere sie richtig. Würde ich sagen, nimmst du einfach hier meinen Roller, nimmst meinen Helm, damit die Leute auch noch sehen, wie es bei dir aussieht von der Perspektive. Achtung, komplett verschwitzt. Hier, ja, bitteschön. Ja. Der ist irgendwie auch ein bisschen groß. Ja, ich glaube, alle werden irgendwie so ein Wackelbild haben. Ich habe halt einen riesen Schädel. Sorry, Bro. Wirklich, aber das Ding ist, ich glaube, bei diesen das mehr Haare als alles andere. Ja, das kann gut sein. Oh mein Gott, er ist wirklich riesig. Es sieht so Panne aus, aber komm, down hier. Okay. Mal gucken, wie das aussehen wird. Okay, ich hoffe auf jeden Fall, dass hier jetzt die Kamera noch alles gut ist. Ja. Digga, du bist startklar. Wie ihr das seht, es wackelt alles. Okay. Ja, okay, zieh mal durch, oder? Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Oh, Digga. Ey, ich kann kaum was sehen. Sein Helm, guckt euch mal an. Digga, schau, wie du aussiehst. Oh mein Gott, ich glaube, ihr wurdet ganz schön durchgeschüttelt. Alter. Aber ey, der war nice auf jeden Fall. Du magst Downhills richtig gerne, oder? Ja, ich mag Downhills. Wirklich, also mit meinem Roller an sich pushe ich die richtig gerne hoch. Auch mal Double Down hier oder so. Wirklich, okay. Ich mag die richtig gerne. Ja, das ist doch nice. Und dein Helm ist sehr nass. Ja, Digga, ich schwitze viel. Ich gebe dir den mal lieber wieder. Ja, okay, gut. Dann tauschen wir einfach mal wieder Kameras. Denn wir machen jetzt mal als nächsten Trick. Trick Nummer 5 oder 6? 5. Ich weiß es nicht. Egal, einfach nächster Trick ist einfach No-Hand-Air. Den macht tatsächlich, glaube ich, fast niemand mehr, ne? Nee, also ich weiß, also ganz, ganz früher war der richtig in, so No-Hand, ja, und generell Grabs und das, alles. Das macht halt niemand mehr. Ich genau. Kann sagen, wo ist mein Roller? Du hast ja, ihn einfach die ganze Zeit in der Hand. Tut mir leid, ich habe ihn dir geklaut. No-Hand-Air, ich habe zwar ein voll Oversize-T-Shirt an, ich werde komplett hängen bleiben. Oh nein, das ist ganz schlimm für No-Hand. Wir gucken mal. Aber Leute, es gibt einen kleinen Trick, wenn ihr ein Oversize-T-Shirt habt. Und zwar könnt ihr einfach das T-Shirt in eure Hose stecken und dann bleibt man nirgendwo hier hängen am Tisch. Das ist ganz nice, habe ich damals immer gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schaffe, den No-Hand-Air, aber wir werden es mal rausfinden. Janni, bist du bereit? Jo, ich bin auf jeden Fall bereit. Let's go. Okay, das wird jetzt ein witziges Ding. Oh Gott, oh Gott, oh, Digga. Oh. Okay, das war absolut ein Schuss in den Ofen, Digga. Das war ja gar nichts. Ich habe nicht mal irgendwie annähernd so gemacht, Alter. Was ist das denn? Oh, Digga, das ist ja wirklich peinlich. Heilige Kacke. Ich habe so lange keine No-Hands mehr gemacht. Ich merke das schon. Ja. Aber es macht auch wirklich gar keiner mehr. Nee. Ey, und du musst dir ja vorstellen, du konntest früher Frontflip No-Hand London Gap. Kann man sich gar nicht vorstellen. Direkt so Frontflip No-Hand. Nee. Ja, aber das waren halt die guten alten Zeiten. Ich konnte 360 Bar No-Hand über den Spine. Digga, das ist schon peinlich. Der dritte Versuch. Ey, oh. Das ist doch mal so ein kleiner, unsicherer No-Hand. Oder hier, ne? So. Oh Gott, Digga. Oh. Das war echt. Das sind auf jeden Fall auch sehr coole Tricks, die halt leider niemand mehr macht. Aber nächster Trick, Invert. Ich liebe den. Invert sind wirklich schöne Tricks. Die kann man echt richtig hochballern, aber gefährlich bei dem ist echt, dass man, wenn man einen Invert macht, das ist übrigens ein Invert, wenn man den so zieht, dass man halt so mit dem Lenker im T-Shirt hängen bleibt, Digga. Ey, es ist echt nicht witzig, ne? Deswegen, T-Shirt bleibt wieder drin. Trick Nummer 6, Invert. Mal gucken. Also, ich bin ehrlich,
Ich habe ihn lange nicht gemacht, aber ich will ihn machen, ich habe Bock. Und ihr werdet es gleich sehen. Wahrscheinlich auf der GoPro sieht man es eh nicht so krass, aber wir werden einfach mal gucken, wie es aussieht. Oh ja, ja. War okay, oder? Doch, also ich fand, von meiner Perspektive sah der sehr gut aus. Okay, ja, sehr gut. Also das ist der Invert. Man macht einfach nach hinten ihn hier. Tutorial will ich euch jetzt eigentlich nicht, sage ich mal, sagen, weil sonst wäre das Video viel zu lange. Aber wir machen das halt so, dass ein Invert einfach, ja, man muss diese Bewegung halt üben. Immer üben, 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 dann hat man es irgendwann. Also wir hätten eigentlich damit früher starten sollen, aber jetzt kommt ein chilliger Tailwhip. Wir haben ja Down hier gemacht, jetzt machen wir nochmal einen normalen Tailwhip. Trick Nummer 7, oder? Oder 6? Ja, es müsste 7 sein, glaube ich. Ihr wisst, was es auf jeden Fall ist, deswegen einfach einen chilligen... Chilligen, Junge, Alter! Ich hab nochmal zwischendurch einfach einen No-Foot gemacht. Ich hab ihn gecatcht und kurz einen No-Foot gemacht. Oh nein. Der war echt nicht eklig. Der unsichere Boss. Das war auf jeden Fall sehr unsicher. Danach kann man Double Tailwhip machen. Das wäre jetzt der 8. Trick. 8er? Ja, 7. 8er? Ach, irgendwie so. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt gleich sehen, aber halt Double Whip. Den baller ich auch einfach mal hoch. Okay, das wäre peinlich, wenn ich mich packe, oder? Auf jeden Fall. Oh, Digga, ich schaff ihn jetzt. Wow. Ja. Wunderbar. Trick Nummer 7 oder 8? 8. 8. Ich denke mal 8. Wahrscheinlich ist es 7, aber ich denke mal 8. Ah ja. Muss ein Anfängertrick sein, aber er darf nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach sein. Vielleicht ist ein Bryflip? Bryflip kann man machen, ne? Ist schon recht fortgeschritten, aber ich würde sagen, es ist... Kann man trotzdem als Anfänger üben, ja. Viele Anfänger machen den ja auch schon. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ich würde sagen, ein Bryflip. Trick 8, glaube ich. Trick 8, Bryflip, komm. Versuch mal. Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Hast du den gegen die Kamera gehauen? Ich bin hier hängen geblieben, hast... Alter. Ja, deine Kamera sitzt auch ganz anders. Okay. Aber sie ist nicht kaputt, es ist alles gut mit dir. Und Digga, es tut aber gut weh, Alter. Ich habe sie komplett gegen die Hand bekommen. Vielleicht sollte ich die GoPro mal lieber ablegen, Digga, oder? Also ich glaube, für einen Bryflip auf besser. Dann, ja, entweder nimmst du meinen Helm oder nimmst sie kurz ab. Ich nehme wieder. Der war sehr komisch gezogen, ja, aber gestanden und darauf kommt es an. Genau. Trick Nummer 8. Ich bin euch ehrlich, ich glaube, das reicht. 10 schaffen wir nicht. Irgendwann werden sie halt immer fortgeschrittener. Ja. Das ist das Problem. Ja, und wir sind schon bei Bryflip und das ist schon relativ fortgeschritten. Deswegen würde ich einfach sagen, Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, natürlich, ihr wisst ja, was zu tun ist. Einfach liken, abonnieren. Ihr wisst ja, der ganze Bums, den ihr machen müsst. Ich hoffe, ihr hattet am Wochenende auf jeden Fall eine nice Session und ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann übermorgen. Ne? Übermorgen? Ja. Checkt gerne Janni ab im Hintergrund und wir sehen uns. Yo, haut rein, habt noch einen geilen Tag. Peace!